Schönen guten Morgen an alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich freue mich, Ihnen heute wieder Thorsten Helbig mit seinem Lernen und Handeln mit der Forex Pro Community vorstellen zu dürfen. Vielleicht für die neuen Zuhörer, weil da sind ja einige dabei. Thorsten wird anhand seines Regelwerks seine Handelsstrategie erklären und ja, es kann auch dazu führen, dass er Positionen eröffnet. Nur sehen Sie das bitte nicht an als Handelsempfehlung, beziehungsweise ja, das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Da haben wir schon die Risikohinweise eingeblendet und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Ja, so ein Webinar lebt natürlich von Fragen. Das heißt also, ja, stellt viele Fragen, wenn irgendwas nicht verstanden wird oder auch in Bezug auf FX Flat, die Fragen, die ich dann beantworten kann. Ansonsten, ja, wünsche ich viel Spaß und Thorsten war noch eben Post holen, der dürfte jetzt am Platz sitzen und kann loslegen. Thorsten, du bist bereit. Okay. Alles klar. Dann wünsche ich allen viel Spaß. Immerhin, früher hieß es immer, die Meinung des Referenten ist nicht die Meinung von FX Flat. Heute heißt es, muss nicht der Meinung des Referenten oder die Meinung des Referenten muss nicht der Meinung FXBet entsprechen. Wer letzte Woche dabei war, weiß ja, dass wir an bestimmten Beispielen sowas erklärt haben, dass wir am Beispiel vom DAX auch so Verhaltensweisen am Markt erklärt haben. Und damit sage ich guten Morgen. Wir wollen daran anknüpfen. Einen wunderschönen, verregneten Donnerstag kann man auch an der Börse verbringen. Also finde ich jedenfalls so. Ja, wir haben dann das letzte Mal darüber gesprochen, über reproduzierbar und über Reaktionen, die man herauslesen kann. Das dann anhand eines lebenden Beispiels erklärt, wenn der Wolfgang und ich am Tresen sitzen und Wein trinken und Wolfgang eine andere Meinung hat, dann gibt es ihm was an die Backen und dann muss ich damit rechnen, dass ich auch was an die Backen kriege. So, das hat er sich jetzt wahrscheinlich zu Herzen genommen, deswegen heißt es eben, die Meinung muss nicht die gleiche von FX Flat sein. Man hat also draus gelernt. Sehr schön. Wir sind ja lernfähig. Alle. Wir starten mit einem Rückblick auf die letzten Tage. Dazu muss ich unsere Setups komplett einblenden. Da haben wir sie. Und wir haben einen Tag zu wenig. Wahrscheinlich. Da ist er. So. Und wir haben von Montag an unsere Setups jeden Morgen auf das Minimum beschränkt. Wir haben uns auf die Zielbereiche und auf Euro Pro beschränkt, dass wir im Euro-US-Dollar nicht so weit abweichen, um die Regeln einfach zu halten. Und ich glaube, auch deswegen sind die meisten ja auch hier. Wir haben hier unsere Zielbereiche am Montag, den ersten Lauf von oben nach unten, dann von unten nach oben, Zielbereich oben, Zielbereich unten. Das war die erste Rutsche. Dann hat er den hier unten angelaufen und damit war der hier oben das Ziel. Das hat auch sehr gut funktioniert. Am Dienstag hatten wir den Plan, dass wir entweder ab diesem blauen Bereich nach unten starten. Wenn der nicht ganz funktioniert, dann dürfen wir hier hochlaufen bis in den Bereich 1,0995. Die 1,10 sollte nach oben deckeln.
Hier ging der erste Anlauf BE wieder raus. Den Rutsch hat er nicht geschafft. Der zweite hat uns dann doch reichlich Punkte beschert. Dann kam der Mittwoch, also der gestrige Tag, wo wir den Plan hatten, hier runter, dann noch hier hoch, in die 1089 und dann nach unten. Der Plan war definitiv nicht long, sondern der war short, auch wenn der eine oder andere jetzt wieder um die Ecke kommt, der kann bloß shorten. Nein, wir haben diese Woche auch long gehandelt. Aber ich habe unsere Analyse, die ich gerne am Wochenende verfasse, auch öffentlich gemacht auf Facebook. Ausnahmsweise mal, wer unsere Analyse für diese Woche haben möchte, kann das gerne, ich weiß gar nicht, welche Unterlagen reinpacken kann, sonst hätte ich dir, aber der kann uns ja auch eine E-Mail schicken oder ich schicke sie Wolfgang und Wolfgang kann sie dann an die Teilnehmer, an die Angemeldeten oder an die Teilnehmer hier auch versenden, falls er das tun würde. Zack, schon Ja, ist er mache ich ruhig. das. Kein Problem. Schick mir, ich leite weiter. Sehr schön. So, das hieß gestern, wir haben jetzt auch hier Short-Bereich 1, Short-Bereich 2. Hauptrichtung war nach unten ausgerichtet. Unser Ziel ist nach wie vor knapp über 1,08 zu suchen. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Wir hatten die zwei Möglichkeiten, dass wir gesagt haben, wir haben entweder den Lauf danach nach oben oder wir haben Euro pro Short zurzeit ab 1,0960. Das war der Stand gestern früh. 1,0960 wäre unter diesem Tief hier gewesen, unter unserem Zielbereich. Da war die 1,0960 auch zu suchen. So, jetzt nehmen wir hier mal ein paar Linien raus, die nur jetzt irritieren und was durcheinander bringen. So. Die brauchen wir nicht und die brauchen wir auch nicht mehr. Ja, schlecht vorbereitet, der Clown, ne? Nein, ist er nicht. Die Linien haben wir bis gestern gebraucht. So, oder Alternative war Shorts nach Euro pro ab der 1,0960. Wir haben dann, nachdem er hier versucht hat, immer runterzulaufen und hier wieder an den Zielbereichen gescheitert ist, hier an dem Zielbereich und an dem Zielbereich gescheitert ist, haben wir versucht, die Longs mitzunehmen. Wir, um das zu erklären, einmal zurück auf den Montag. Da haben wir ihn. Diese Muster nach unseren Zielbereichen haben wir sehr oft. Ersten Zielbereich, zweiten Zielbereich, Umkehr, dann nach oben, oberen Zielbereiche und dann nach unten weg. Und genau auf diesem Muster habe ich auch gestern spekuliert, nachdem er den Zielbereich angelaufen hat und den Zielbereich angelaufen hat, war die Hoffnung selbstverständlich da, dass er den Zielbereich anlaufen kann, hier oben, und auch den Zielbereich anlaufen kann, hier oben. Weil diese Muster hat er hier unten gemacht und da sind wir wieder bei der 1,0992. Alternative, unter diesem Bereich sind wir short. Dann hatten wir gestern mit folgender Schwierigkeit zu kämpfen. Oder sagen wir mal andersrum. Die Jungs, die hier sind, die gestern bei uns dabei sein waren, mit welcher Schwierigkeit hatten wir denn gestern überhaupt so böse zu kämpfen?
Ich weiß nicht, ob der Joachim oder der Johannes, ich kann ja mal in die Teilnehmerliste gucken. Ist ja immer interessant, mal zu gucken, wer hier rumturnt, ne? Auch wenn die ziemlich lang ist. Der eine Joachim ist da, der andere nicht. Okay. Guten Morgen, Klaus-Dieter. Guten Morgen nach Oslo. Guten Morgen, Manfred S. Manfred S. Kennengelernt in Nürnberg, in der Nähe vom Bahnhof, beim Familientreffen. Wen haben wir denn da noch? Roland O. Immer lustig, immer mal zu sehen, wer hier alles so ist. Ständige Trendbrüche. Joachim hat das vollkommen auf den Punkt gebracht. Wir haben gesagt, schaut nach, also nach der gestrigen Uhrzeit gestern früh, Europro short ab 1,0960. Das wäre hier der massive Bruch. Hier in diesem Rücklauf dann Euro pro Short. Das Problem war, ab diesem Hoch waren wir in 5 Minuten wieder long. Und 5 Minuten long heißt, dass Shorts erstmal ausgeschlossen sind. Dann haben wir hier wieder massiv unten angelaufen und erst hier gestern Nachmittag hatten wir wieder einen Abwärtstrend. Erst ab hier war Euro pro Short wieder denkbar. Dieses Geeier hier gestern zwischen der 1,0970 und 1,0950 in dieser nicht mal ganz 20-Punkte-Range ist tödlich. Deswegen haben wir auch in unserem Regelwerk stehen, dass wir Minimum 20 Pips, eine Spanne von mehr als 20 Pips brauchen, damit dieses Regelwerk auch greift, um das mal am Rande so pauschal aufzuzeichnen. Der Klaus Dieter aus Oslo war hier bei mir im Büro 2013, oder? Nee, 2014. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du dich noch daran erinnerst, was wir hier besprochen haben. Das heißt, die einzige Chance, überhaupt Euro pro sauber handeln zu können, hatten wir hier ab hier gestern Abend. Bis dahin war es sau schwierig, um nicht zu sagen fast unmöglich. Da die News gestern Abend anstanden, war es ja erst recht. Sag ich mal, dass wir gestern erst recht vorsichtig waren. Gestern Abend haben alle drauf gelauert und es ist einfach nichts passiert. Gar nichts. Immer wieder. Aber wir haben hier die letzte Aufwärtsbewegung von da nach da. Das heißt, alles hier dazwischen ist Rauschen. Wir haben ein höheres Tief und wir haben ein tieferes Hoch. Das hier. Frühestens darunter wäre Euro pro Short möglich. Dann haben wir hier ein Hoch. Nachdem wir ein tieferes Tief haben, haben wir hier auch ein tieferes Hoch. Diesen Part, den können wir uns gleich anschauen hier. Dann haben wir ein höheres Tief und wieder ein höheres Hoch. Und damit waren auch alle Shorts hier wieder rauszuschmeißen. Wir haben wieder einen Aufwärtstrend. Diesen Aufwärtstrend konnten wir frühestens hier brechen. Für der eine sieht die ganze Geschichte sensibler, der andere sieht sie ein bisschen grober. Den Aufwärtstrend konnten wir frühestens hier brechen, also hier drunter. Da haben wir ihn einmal angelaufen. Dort haben wir das Low bei 52,7 und hier haben wir das Low bei 52,2. Ein kurzer Spike darunter. Völlig unsicher, ist es nur ein nachlaufendes Tief oder ist es ein Trendbruch? Trendbruch haben wir hier. Den wollen wir auch. Wir brauchen einen Trendbruch mit Musik. Und demnach war erst hier diese ganze
Geschichte auch am späteren Nachmittag handelbar. Ich sag mal so, gelinde, den Tag heften wir einfach mal aus, aber wir führen ja diese Woche die Performance-Tabelle sehr genau und sehr sauber. Wir hatten gestern den 9.10. und wir haben gestern im DAX einen Verlust eingefahren mit 10 Minuspunkten. Die zweite Position läuft noch, erkläre ich gleich. Und wir haben dann gestern Nachmittag eine Position hier mit 5 Pips im Verlust eingefahren. Die Woche sieht dafür trotzdem unterm Strich, auch wenn wir im DAX ein-, zweimal was an die Ohren gekriegt haben, was nicht verwunderlich ist bei dem Geeier. Und unser Wochenziel liegt bei 50 Pips im Euro-US-Dollar. Da sind wir weit drüber trotzdem und wir haben noch 250 Punkte im DAX übrig von dem, was wir am Wochenanfang mal eingefahren haben. Das heißt, das Ergebnis kann sich sehen lassen und der Monat, wir sind noch bei 143 Pips im Euro. Wir wollen 200 haben und wir haben 415 Punkte im DAX. Wir sind langsam wieder in der Spur. So langsam. 2000 Punkte sind das Jahresziel, 2000 Pips sind das Jahresziel. Das haben wir inzwischen knapp übertroffen. Wir können die Geschichte jetzt etwas entspannter angehen. Wir müssen um hier. Wird mir mein H1 geklaut? Da ist er. Da. Wir müssen hier davon ausgehen, dass diese Geschichte sich weiter nach unten fortsetzt. Und zwar haben wir im Daily Chart haben wir hier einen Doppeltop mit dem Hoch bei der 1,1201 und ich runde jetzt mal bei der. Moin Freddy, ein bisschen späten in Jung, ne? Entschuldigungszettel von der Mama mit. Falls sie den vergessen haben solltest oder Mama den nicht schreibt, bring einfach eine Flasche Rum mit, ne? Bumbu ist gut. Deswegen sind meine Tassen immer undurchsichtig. Ich runde das mal von der 1,1201, das jetzt. Wir haben das Hoch, das Doppeltop bei der 1,12. Wir haben die Nackenlinie bei der 1,10. Und daraus errechnet sich das Ziel bei der 1,0805. Unsere Zwischenziele sind hier bei der 1,10,01. Das haben wir lange gehabt. Startlevel für neue Shorts 1,0985 bis 1,10. Wir haben hier das High gemacht bei der 1,09967. Das hier ist Bestandteil aus der Wochenendanalyse. Da. Wir haben gesagt, wir wollen zurück bis an die 1,10 und dann nach unten weg mit dem Ziel 1,0805. Wer hat denn überhaupt von unserem Haufen da noch eine Position drinne? Freddy, nicht 40 oder 80 Umdrehungen. Guck mal nach Bumbu. Lecker. Kreuzgefährlich. Wer hat denn nach der Wochenendanalyse, Entschuldigung, nach der Wochenendanalyse diese Position noch am Laufen? Außer mir. Okay, also. Hauptaugenmerk liegt auf zwei Positionen von 1,12. Tja, so sind die Jungs, die schon lange bei uns sind, ne, Klaus-Dieter?
Klaus-Dieter wohnt und lebt und wohnt seit Jahren in Norwegen und der hat bei 1,12 die Position eröffnet und hat sich da einen Winterschlaf gelegt, weil da wird es jetzt langsam durchweg duster. Das ist der Vorteil, wenn man in Skandinavien lebt, da kann man irgendwie im Oktober so eine Position aufmachen und dann am 13., 15. Januar, wenn die Polarnacht wieder vorbei ist und das ab und zu mal ein Stündchen hell wird, dann lohnt es sich wieder auf den Chart zu gucken. Vorher macht das ja keinen Sinn. Okay, Lauf von nach oben bis nach unten. Wir sehen hier, wie schnell der auch von unten nach oben geschossen ist und den zweiten Lauf dann hier langsam gemacht hat. Diese Muster hier, die werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholen. Das heißt, wir haben hier unten das Zwischenziel bei 10901. Und dann könnten wir diese 1,10 eventuell nochmal ansteuern, um dann zur 1,08 zu laufen. Wie wir sehen, deckt sich die 1,0830 und die 1,0805 auch mit unseren Fibo-Marken. Wir haben hier exakt die 38,2. Ich nehme euch mal ganz kurz den Ton weg. So, wieder da. Und dieses Muster schwebt über allem, was wir tun. Also vom Daily zurück in den H1. Im H1 hat er diese Wellen bis hier unten sauber vollzogen. Hier hat er jetzt einen Aufwärtstrend innerhalb von dieser letzten Bewegung gemacht. Und das in Form einer bärischen Flagge. Falsches Werkzeug hier. Ich bin manchmal wieder zu doof. Ich muss bei Wolfgang mal in die Schule. Wolfgang, können wir mal ein Plattformtraining machen irgendwie? So ein bisschen. Ich mache hier immer Bedienfehler. Am besten im schmutzigen Vogel oder schwarzer Adler. Das heißt, wir Ja, haben lass du hier das. in Form von der Flagge hier haben wir die ganze Geschichte sauber auskorrigiert. Hier Fehlausbruch oben aus dieser Flagge und hier bewegen wir uns jetzt außerhalb. Wir müssen uns ja Stück für Stück hier unsere Ziele rauspulen und demnach wäre das nächste Ziel, wenn wir den Flaggenausbruch nehmen, schon sehr nahe. Wenn wir Da die hast du recht, das stimmt. vorangegangene Bewegung duplizieren und die an den Flaggenanfang setzen, nämlich diese Bewegung hier, da. Dann erreichen wir hier unten für heute diese Marken, die wichtig sein könnten. 10931, da sind wir fast auf jeden Fall, ist die ein Achtungsziel. Das sind die Händler, die den Kanal handeln. Und hier unten die 10880. 10880, schauen wir mal, haben wir die auch irgendwo auf dem Deckel, die 10919. Hier das Low. 10880, dieses Tief hier. Dieses Tief verbunden mit dem Ziel hier, da,
Das schreibe ich hier dazu und dann kann das geknipst werden. Ist das markante Tief im Daily Chart. Als Zwischenziel. Könnt ihr mir folgen? Ich plapper hier so vor mich hin, da purzelt einfach so ein Haufen Scheiß hier irgendwie raus, so denkt man manchmal gar nicht so drüber nach und redet und redet und redet. Und jetzt sitzt der eine oder andere und kratzt sich die Schuppen aus den Haaren. Was will er mir jetzt sagen? Ist das Kunst oder kann das weg? Okay, das kann ja schon mal in der Zeit geknipst werden hier. Ich mache das ja, um das zu erklären, was bei mir im Köpfchen vorgeht, um das so rüberzubringen, dass es mein Gegenüber auch versteht. Okay. So, das heißt, wir haben die 10931 und die 10879. Die haben wir jetzt auf dem Plan für heute. Jetzt schauen wir mal, was hier nach oben noch geht. Wir nämlich jetzt eine Etage tiefer gucken. Sollten wir die Tiefs von gestern hier, das morgendliche Tief, da, das ziehe ich mir jetzt mal hier rüber, dieses hier, und nehme das für den heutigen. Exakt. Das Tief von gestern entspricht hier dem Zielbereich bei der 50 von oben. Das heißt, der Plan heute ab hier long. Mit Stops unter der 32. Plan heute. Erstens Long ab Zielbereich. 10937 mit SL unter 10932, gerne mit etwas Luft. Hä? Ich habe gesagt, ich brauche Plattformtraining. Das ist der erste Schritt. Da hoch, Luft holen bis dahin. Da oben haben wir dann den Short-Bereich ab 10948. Das ist Schritt 2, den schreibe ich rot. Zweitens ab
10942 Short. Siebenundvierzig Short bis 10932. So, damit das schön aussieht, ne? 32, wenn wir hier oben irgendwo anfangen, je nachdem wie hoch wir laufen, müssen wir das Ziel hier unten logischerweise anpassen. Und drittens Shorts ab 10947 bis Ziel aus Daily bei 10805. So. Und gleich. Ich muss das rote ja noch einzeichnen. Muss ja ein bisschen was Rotes reinbringen hier, ne? Grün ist ja schon fast weg, rot wird ja auch schon weniger. Müssen wir ein bisschen nachhelfen hier, ne? So. Zack. Da unten haben wir Zielbereich 1 für Shorts. So. Das darf jetzt geknipst werden. Und dann benutze ich doch mal die grüne Farbe. Weil, hast du geknipst? Und die Alternativroute machen wir mal grün. Geht da runter. Dann da hoch. Wir brauchen ein Tief hier unten drunter. Und dann. Und da schreibe ich auch grün dazu. Die grüne Alternative Euro pro Short ab circa 10934. Ich habe gesagt grüne Alternative, ich habe nicht gesagt die grüne Alternative. So, jetzt hoffe ich, dass es nicht zu bunt ist. Man kann es erkennen, oder? Dann darf das jetzt nochmal geknipst werden. Und ich eröffne mal die Fragerunde. Raus damit hier. Wolfgang hat keine Fragen. Bei Wolfgang frage ich das nachher alles ab.
Machen wir immer so, nach dem Webinar kommen, haben wir immer so eine halbe Stunde alles wiederholen ab dem guten Morgen. Ja, und Nachhilfe Stereo Trader für dich, ne? Nachhilfe Stereo-Trader, ja, logisch. Wir können ja mit dem Metatrader erstmal anfangen. Muss ja nicht gleich so hart sein, oder? Ich denke, damit kennst du dich aus. Siehst du, das mit dem Denken klappt eben doch nicht. So, Fragen zu dem Plan jetzt bitte hierher, dann können wir das Kapitel nämlich abschließen. Bitte schön. Kaffee gerne, ja, ich brauche nur Strom an meiner Tastatur. So, Kaffee sehr gerne. Okay, dann werfen wir noch einen Blick hier drauf. Wir hatten auch hier Wochenendplan. Haben wir gesagt, Short nach der Analyse hier von der 2,32, ja, nee, von der 2,22 ungefähr. Und haben als Ziel die 18.783 für gestern aufgerufen. Das ging gestern in die Hose. Endziel lautet 18.677. Nach allen Fibo-Geschichten haben wir gesagt, Stops sollten, haben wir die nicht auch hier irgendwo im Daily drinnen? Tröre. Da haben wir gesagt, die Stops über die 19.286, was am Wochenende dem Fibo-Level entsprach. Die Analyse ist ja vom Wochenende. Ja, wir müssen arbeiten mit Stops über den 19.286, eventuell sogar 19.312. Ich war da gestern etwas sportlicher unterwegs und habe zu früh angefangen zu shorten. Aber wir haben ja auch ein paar Profis dabei, die, so wie der Josef bei uns, die ja dann auch so cool waren und gesagt haben, okay, die starten bei der 19.282. Mal gucken, ob ich das jetzt finde. 19.000, da haben wir es. So, gestern Abend habe ich gesagt, ich lasse mich unter den steigenden Kerzen einstoppen. Bup, 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 bup. Sell Stop 19.250, SL auf die 60, gestartet bei der 19.260. Gestern Abend um knapp vor 18 Uhr, SL 50. So, und dann haben wir gesagt, wir nehmen über Nacht eventuell den SL raus und haben dann gesagt, meine Stops gehen über Nacht jetzt ebenfalls auf 19.330. Und die Idee, die war recht gut. Das High wurde gemacht 19.305. Und wenn wir uns die ganze Geschichte hier im Daily anschauen, hat hier 61,866. Das hat bis jetzt hier sehr gut funktioniert. Wir müssen dann demnach jetzt dieses Muster da hoch verschieben und damit errechnet sich nach diesen beiden Mustern ein anderes Ziel und dieses Ziel befindet sich bei 18.757. Ob das heute kommt, ob das am Montag kommt, sei dahingestellt. Aber wir sehen, diese Muster hier, die sind schwierig, weil wir haben Bewegung A hier hochgezogen,
kurz auskorrigierten Bewegung B hier abgebrochen. Erstmal abgebrochen, das aus dem Zeitfenster sind wir raus und wir haben hier das letzte Tief. Dann, wenn wir hier drunter fallen, unter die 18.679, wenn das passieren sollte, dann zählt diese Bewegung C als abgebrochen und wenn die abgebrochen wird, wird es in der Regel ziemlich hart bestraft, wie man hier auch erkennt. Wir haben hier am Ende des Monats ein bärisches Harami hingepackt. Wir haben hier am 1. Oktober das bärische Harami bestätigt und diese erste impulsmäßige Abwärtsbewegung hatten wir hier bis zur 61,8, 66 gestern korrigiert. Das lassen wir drin. Den FIBO wollte ich haben hier. Dann hole ich mir den jetzt. So. Und wenn wir jetzt diese Abwärtsbewegung hier auf den Montag, auf das Tief von dieser Woche noch ziehen, also hier ein Stück weiter runter, sehen wir ebenfalls 66, 61, 8. Alles sauber. Für alle die, die dann wieder schimpfen, warum gehst du da nicht long? Diese Setups hier, die sind für mich nachvollziehbar, die sind reproduzierbar. Gestern der Move nach oben, der durfte bis zu einem bestimmten Punkt sein. Ja, das tut er oder hat er auch getan. Aber wir hätten mit Tiefs unter die 18.900 gemusst. Und selbst wenn wir die Eröffnung gestern früh nehmen, da, und wir hatten als Ziel oben, wir hatten zwei Ziele aufgerufen, die 19.220 und die 19.280. Da, oder hier in dem Fall sogar die 270. Das heißt, selbst wenn wir gestern zu der Eröffnung hier unten war nichts zu erkennen, dass man long gehen kann. Wenn wir gestern zur Eröffnung sogar geplant hätten, einen long einzugehen, wäre hier unten von der 19.095, das war die Eröffnung gestern früh, wäre das der SL nach diesen Regelwerken hätte der da drunter gemusst, dahin, unter dieses Tief, zu der Eröffnung. Als Ziel oben haben wir die 19.270, 19.220, 19.270, 280 und die 19.310 hatten wir auserkoren. Und wenn ich das jetzt dupliziere und da oben drauf packe, da habe ich hier maximal ein CAV von 1 zu 1. Das heißt, mein Risiko hier nach unten ist exakt so groß wie mein Ziel nach oben. Diese Nummer will ich und kann ich so nicht eingehen. Ich bin immer für reproduzierbare Beispiele. Schaut euch dazu das Webinar von letzter Woche an. Da haben wir das Reproduzierbare im richtigen, wie es im richtigen Leben funktioniert, haben wir das erklärt. Und egal, was passiert, ich schalte den jetzt mal in den H1 hier. So, mach den mal ein bisschen kleiner. Wir haben jetzt hier die Hauptbewegung abwärts. Das Grüne mache ich mal einfach nur schwächer, ne? Das mache ich mal nur ganz, ganz schwach, dass man das nur ganz blass erkennen kann. Das irritiert sonst. So, wir haben hier die erste Abwärtsbewegung. Von da nach da. Die haben wir jetzt bis da hoch, bis zur 66 auskorrigiert. Diese Nummer dahin. So, und dann muss der auch wieder raus. Und wir müssen den hier
Nee, nicht den. Mach das weg. Nehmen wir den halt. Wir müssen den dort ansetzen, um zu schauen, wo wir landen. Und wir haben jetzt nichts weiter gemacht gestern als Und nehmen wir hier. Plump. So, wir haben hier eine Bewegung und wir haben die zweite Bewegung. Da. Und diese zweite Bewegung, die ging hier bis gestern späten Nachmittag, ging die exakt bis an die Marke, wo wir hin wollten, 19.222. Schaut euch die Wochenendanalyse an. Deswegen habe ich ab da die Shorts gesucht. Das heißt, wir haben diese gesamte Abwärtsbewegung in Welle A, Korrektur, Welle B jetzt auskorrigiert. Und wenn hier jetzt Schluss ist, was ich hoffe, wovon ich ausgehe, dann ist das hier unten jetzt als Ergänzung zur Wochenendanalyse unser Ziel für die Shorts. So, Short-Ziele aus C. Gleich A. A. Naja, ich glaube, in der Kindersprache brauchen wir mit AA brauchen wir hier nicht mehr rumrennen, oder? So. Sind diese Muster auch verständlich, einigermaßen nachvollziehbar? Und zu der Nummer zu kommen, warum hier Short? Wir haben, ach so, muss ich reinschreiben. Shorts laufen seit 1960 mit SL 19.335 bei mir. So, und jetzt muss man sich auch mal nach diesem Muster sehen, wie weit hatten wir überhaupt eine Chance, um das nochmal aufzugreifen, weil letzte Woche auch jemand kam mir und sagt, ja, ihr macht ja nur Short. Wir hatten die Chance, hier nach dem Trendbruch hier oben neu zu longen. Das heißt, ab der 19.128 circa. Und als Ziel die 220. Das heißt, wir hatten 100 Punkte nach oben. Wir hatten gestern das Tagestief, das Low bei 19.02. Genau das gleiche Spiel. Hier zu longen hätte nach dem H1 der SL hier unten drunter gemusst. Das gleiche Spiel. 100 Punkte Risiko zu 100 Punkte Ziel. CRV 1 zu 1. Nein, lassen wir. Jetzt haben wir unsere Marken oben erwischt und wir sind hier gestern bei der 260 rein, unser Josef sogar bei der 280 oder 282. Wir können hier mit 70, 60, 70, 80 Punkten Stop arbeiten. Und selbst wenn wir diese ganze Bewegung jetzt andersrum drehen, ist ja manchmal so, im Leben dreht sich ja manchmal auch alles auf links, dann haben wir als Ziel hier unten die 19.056. Wir haben 200 Punkte Ziel zu 70 Punkten Risiko. Dieses CRV ist um Längen besser, für mich viel mehr nachvollziehbar und ich schlafe ruhiger. Und so wie gestern übernachten in SL bei der 30 oder bei der 35 im Markt zu haben,
mit 70 Pips, dann weiß ich, oder mit 70 Punkten, dann weiß ich, was mich im Maximum Schlechtes erwartet, wenn das in die Hose geht. Alles andere ist immer ein blödes Gefühl, gerade über Nacht, und dann schläft man unruhig. Der ein oder andere von euch kennt das sicher. Es gibt ein altes Sprichwort, das immer sagt, wer abends mit juckendem Po einschläft, wacht morgens mit stinkendem Finger auf. Und genauso ist es auch hier an der Börse, wenn wir mit diesen Risiken hier in den Markt gehen, dann haben wir genau dieses Problem, dass wir nachts damit rumrennen und rumsitzen müssen, uns nachts damit quälen. Und dann wachen wir morgens unausgeschlafen auf und dann werden wir ebenfalls unkonzentriert im Markt hier agieren. Das ist mein Plan im DAX. Auch den werden wir so umsetzen. Wir werden sehen, wo wir aufstocken. Das werden wir später machen. Und damit möchte ich mich jetzt hier auch verabschieden. Es sei denn, es sind noch Fragen. Fragerunde ist offen. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, wenn das letzte Bild noch nicht geknipst wäre. Was ist für dich Kriterium, Stops nachts rauszunehmen oder drin zu lassen? Ist ganz einfach. Wir hatten hier die massiven Marken aus der Abwärtsbewegung. Wenn diese FIBO-Marken wegfliegen, dann fliegt die weit weg. Und das hätte er über Nacht killen können. Diese Nummer will ich absichern. Wenn wir so eine massiven Ziele nach oben nicht vor der Nase haben, dann nehme ich den Stop raus. Gestern war es für mich, wenn diese Marken nach oben geknackt worden wären, dann wäre das Risiko zu groß gewesen, dass wir heute mit einem 100-200 Punkte Gap nach oben öffnen. Und dieses Risiko gehe ich nicht ein. Okay, wenn keine weiteren Fragen sind, dann schicke ich den Wolfgang jetzt mal in die Küche Frühstück machen. Ne? Ja, der Wolfgang muss jetzt anfangen zu arbeiten. Ja, genau. Siehst du? Ja. Das ist so. Ich mache jetzt Feierabend. Ja, also wenn Stereo-Trader Fragen sind, bitte auf mich zukommen. Ich helfe gerne weiter. Ja, mache ich. Schicke ich dir. Ich meinte eigentlich deine Kunden, nicht dich. Also nicht mich? Nein. Ja, wenn ich dir die Fragen schicke, dann ist es auch kein Zettel, dann ist das ein Buch. Dann sage ich danke für die zahlreiche Teilnahme und dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag und ein schönes Wochenende für die, die wir nicht mehr wiederhören, wiedersehen. Und wenn alles glatt geht, sehen wir uns in 14 Tagen wieder. Und damit sage ich danke, tschüss, tschüss, moin, moin und viel Glück damit. Ja, Thorsten, ich schließe mich deinen Worten an, wünsche allen Teilnehmern viele, viele erfolgreiche Trades und bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ciao. Ganz kurz, wir haben hier noch was aus dem Auge verloren. Für die, die hier long gegangen sind, so wie wir es hier oben haben, für die, die hier mit uns long gegangen sind, jetzt, wir haben hier ein höheres Hoch, wir haben hier den Spike gemacht, SL, jetzt bitte Break-Even ziehen. Wer die Nummer hier unten mitgenommen hat. Break-Even, wir handeln gegen die Hauptrichtung, also Vorsicht geboten. Und jetzt aber tschüss. Ciao, Thorsten.